Martina ist Lama Martina Weber. Sie hat in Heidelberg Psychologie studiert, ist Schülerin des bereits schon weitergegangenen Tengah Rinpoche und absolviert ein traditionelles Dreijahresretreat in Karma Dekchen Yongling. Ist das richtig ausgesprochen, Martina? Ja. In Halsscheid. Halsscheid, genau. Genau, unter spirituellen Leitung von Trangu Rinpoche. Danach verbrachte sie 5 Jahre im Benchen Karma Kamtsang im Zentrum in Krapnik, um dort ihre Meditationspraxis zu vertiefen. Lama Martina leitet Meditationsgruppen, gibt einführende Seminare in den Buddhismus und ist als Übersetzerin tätig. Seit 2017 lebt sie in der Nähe von Hamburg und arbeitet als Psychologin und Burnout-Beraterin im sozialpsychiatrischen Dienst und ist auch Mitglied und auch Mitkraft im Tekchim Tashi Ling, ist das richtig ausgesprochen? Im Kamakachi Center im Hardcore-Stieg in Hamburg und schon länger auch mit uns verbunden. Außerdem ist Martina auch im Ethikrat der Buddhistischen Religionsgemeinschaft Hamburg, die auch Unterstützer und Förderer des Buddha Talk ist und unser Kooperationspartner. Danke dir ganz herzlich, Martina, dass du bei uns zu Gast bist. Herzlich willkommen. Schön, Raimund. Ja, nochmal lieben Dank für die Einladung und die herzliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Also auch letztes Jahr, ja, war ich gern bei euch und ich finde es einen großartigen Rahmen und auch die Aktion Mitgefühl in Aktion, ein tolles Projekt, was ich selber unterstütze und ich kann euch wirklich nur auffordern, gerne dafür zu spenden und ja, freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid und euch für Metta interessiert. Und für mich persönlich ist das ein Herzensthema, weil ich denke, dass es gerade in unserer westlichen Gesellschaft oft wenig gelehrt wird und gar nicht thematisiert wird, weil wir ja eine Leistungsgesellschaft sind. Und ja, Raimund hat schon vorgelesen, was ist eigentlich Metta? Metta ist Pali und kann grob mit liebender Güte übersetzt werden. Aber in diesem Begriff steckt so viel mehr. Akzeptanz, Freundlichkeit, Wohlwollen, Liebe und Mitgefühl. Und im Buddhismus ist es zentral, dass wir 2 Dinge entwickeln, um vollständige Buddhaschaft zu erlangen. Zum einen wollen wir Weisheit entwickeln und zum anderen Liebe und Mitgefühl. Und wenn eines auf unserem Weg fehlt, dann ist es nicht möglich, dass wir vollständig erwachen und vollständige Befreiung von unserem Leid erfahren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur die Texte studieren, sondern dass wir auch unser Herz öffnen für uns selbst und für alle Lebewesen. Dass wir unsere Weisheit mit tiefer Liebe und tiefem Mitgefühl, mit Verständnis von Leid ergänzen. Und im tibetischen Buddhismus gibt es mehrere Methoden, wie wir Weisheit entwickeln können und auch viele Methoden, wie wir Liebe und Mitgefühl für uns und alle Wesen entwickeln können. Und eine der Methoden möchte ich euch heute gerne vorstellen. Das ist die traditionelle Metta-Meditation, wie ich sie von meinen Lehrern gelernt und empfangen habe und wie ich sie selber praktiziere. Auch jeden Donnerstag im TTC, wo ihr herzlich dazu eingeladen seid. Ja, wie läuft diese Meditation ab? Was kann ich mir darunter vorstellen? Diese Meditation hat 3 Punkte. In einem ersten Schritt entwickeln wir Liebe und Mitgefühl für uns selber. Wir wünschen, möge ich glücklich sein. Und auf diesen Teil verbringen wir die meiste Zeit in unserer Übung. Und erst wenn wir in unserem Herzen spüren, dass wir von Liebe erfüllt sind, von Freundlichkeit, von Mitgefühl für uns selbst, erst dann gehen wir zum zweiten Teil der Übung über und wünschen einer anderen Person, mögest du glücklich sein. Und
In einem nächsten Schritt lassen wir unsere Liebe, unser Mitgefühl immer größer werden. Wir beziehen immer mehr Menschen und Lebewesen mit ein, auch die, die wir nicht mögen. Und als letzten Schritt lassen wir die Vorstellung von konkreten Lebewesen los. Lassen Liebe und Mitgefühl grenzenlos in unserem Geist werden und ruhen in diesem Zustand. Und das ist eine traditionelle Übung, wie wir Liebe und Mitgefühl entwickeln können. Was ich sehr spannend fand, ist, dass der Großteil dieser Praxis nicht darauf liegt, dass wir andere glücklich machen und ihnen Glück wünschen, sondern dass wir wirklich zunächst bei uns beginnen. Und erst wenn wir ein stabiles Gefühl der Liebe und des Mitgefühls für uns selbst empfinden, erst dann gehen wir in einem zweiten Schritt darüber, anderen Glück zu wünschen. Da kann man sich fragen, ist das denn nicht egoistisch? Wieso stelle ich mich vor die anderen? Ist es nicht viel sinnvoller oder viel besser, erst für andere da zu sein, für sie zu sorgen und mich selber zurückzunehmen? Und das ist eine Haltung, der wir oft begegnen, die wir oft auch gelernt haben in unserer Geschichte. Es ist sozial anerkannt, dass wir viel für andere tun. Eine Mutter, die sich für ihre Kinder aufopfert, die arbeiten geht, den Haushalt schmeißt, kocht und dann vielleicht noch einen tollen Kuchen für die Benefizveranstaltung am Wochenende backt, die ist hoch angesehen. Oder jemand, der neben seinem Job viele Ehrenämter hat, dieser Mensch gilt in unserer Gesellschaft als engagiert. Wenn aber jemand zu uns kommt und sagt, heute sorge ich für mich selber. Ich weiß nicht, wie sich das für euch anfühlt, aber da gucken wir doch erstmal komisch. Und genau deshalb fällt es uns oft so schwer, bei uns zu bleiben, unsere Liebe und unser Mitgefühl erstmal zu nähren, bevor wir nach außen gehen. Weil wir immer wieder belohnt werden, wenn wir was für andere tun. Aber wer belohnt uns, wenn wir etwas für uns selber tun? Im schlimmsten Fall werden wir komisch oder schräg angeguckt oder als nicht leistungsfähig erklärt. Ja? Und das ist eigentlich sehr schade. Und ich habe oft erlebt, dass, wenn ich Metta lehre, dass tatsächlich die meisten Menschen Widerstände haben, wenn sie sich erstmal sagen sollen, möge ich glücklich sein. So eine innere Abwehr, wie, was, ich, nein, ich bin nicht wichtig. Wichtig ist, dass es meinen Kindern, meiner Familie gut geht, ja, den anderen Menschen. Und genau das ist der falsche Ansatz. Und auch das hat Buddha schon erkannt. Denn wir können nur das geben, was wir spüren, was wir in uns entwickelt haben. Und wenn wir uns selbst nicht lieben, ist es sehr schwer, andere wirklich zu lieben. Wenn wir uns in uns selbst Leere empfinden, uns einsam fühlen, vielleicht müde sind, ausgebrannt, uns irgendetwas fehlt, dann ist es sehr schwer, dass wir anderen Menschen Liebe schenken oder für sie da sind. Vielleicht kennt ihr das auch. Ihr kommt müde von der Arbeit nach Hause und plötzlich ruft eine Freundin an und will von ihrem Problem erzählen. Oder euer Partner sagt, hallo Schatz, schön, dass du da bist, jetzt können wir endlich das und das machen. Oder eure Kinder rennen auf euch zu und sagen, Mami, Mami, Mami und wollen eure Aufmerksamkeit. Ja, solche Situationen kennt jeder. Und was wollen wir? Natürlich wollen wir für diese lieben Menschen da sein. Ganz automatisch. Ja? Und manchmal gelingt es und manchmal gelingt es uns nicht, weil wir müde und gestresst sind. Und wer kennt es nicht, dann einfach ein harsches Wort oder ich habe jetzt keine Zeit oder ich kann jetzt nicht, obwohl wir eigentlich Liebe schenken wollen. Und dann helfen wir auch niemandem. Wir fühlen uns nicht gut und der andere fühlt sich nicht gut. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder uns liebevoll betrachten. Mitgefühl mit uns haben. Sagen,
Ich hatte heute wirklich einen harten Tag und ich bin wirklich müde. Und das ist voll okay. Und uns dann fragen, was brauche ich jetzt, bevor wir schon wieder anderen geben. Diese einfache Frage, was brauche ich jetzt, damit ich wieder Liebe geben kann? Und mit so einer einfachen Frage kann sich eine ganze Situation verändern. Denn wenn ihr liebevoll bei euch seid und Mitgefühl habt, dann seid ihr mit Liebe verbunden. Und dann könnt ihr aus der Liebe heraus antworten. Ihr könnt sagen, Schatz, guck mal, ich bin müde, lass uns nach dem Essen sprechen. Ja? Ihr könnt euren Kindern sagen, ihr Süßen, ich bin super gerne für euch da, aber Mutti braucht erstmal eine Pause. Ja? Und das ist eine ganz andere Reaktion, wie wenn wir aus dem Stress heraus reagieren. Wenn wir eben nicht mitfühlend sind, wenn wir denken, ja, das schaffe ich schon und einfach weiterrennen. Und das ist weder mitfühlend uns selbst gegenüber, noch anderen Menschen gegenüber. Und genau das haben auch unsere spirituellen Lehrer erkannt. Eins meiner Lieblingszitate von Jesus, den ja viele unserer Lehrer als hohen Bodhisattva anerkennen, einem Wesen, das zum Wohle aller Menschen wirkt, hat einmal gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich finde das ein wunderschönes Zitat, wie dich selbst. Denn das bedeutet, dass wir zunächst uns selbst lieben müssen. Und zwar genauso doll wie unsere Kinder, unsere Partner, unsere Haustiere, all die tollen, lieben Menschen, die wir doch so gerne haben. Wie dich selbst. Genauso gerne sollten wir uns haben. Und genauso gut sollten wir für uns sorgen. Und nicht nur im Alltag, sondern gerade auch in unserer spirituellen Praxis. Ich habe auf meinem Weg oft die Erfahrung gemacht, dass ich sehr hart mit mir selber umgegangen bin. Vielleicht kennt ihr das auch. In meinen Jahren im Retreat, vor allen Dingen in den Anfangsjahren, war ich sehr darauf bedacht, meine Übungen korrekt auszuführen. Ich bin oft an meine Grenzen gegangen und wenn ich auf Hindernisse gestoßen bin, dann habe ich versucht, sie zu durchbrechen durch noch mehr Meditation und noch mehr Arbeit und noch mehr Mantren. Ich kann euch sagen, das funktioniert nicht. Ich habe es versucht. Und tatsächlich erst, als ich angefangen habe, mich liebevoll mir selber zuzuwenden, meine Grenzen zu akzeptieren, meine Bedürfnisse zu spüren, hat sich meine spirituelle Praxis verändert. Vielleicht habe ich nicht mehr alle Mantren gezählt, die erforderlich waren. Ja, vielleicht habe ich auch Tormas nicht so gut gemacht wie die anderen Retreatler. Aber ich habe in dem Moment was Wichtiges für mich erkannt und entwickelt und Liebe in meinem Herzen gefunden, Verständnis, Mitgefühl für mich und im zweiten Schritt für alle Menschen. Denn wir alle haben Hindernisse, Grenzen und Beschränkungen. Und ich habe festgestellt, es erfordert ganz schön viel Mut. Es erfordert Mut, nicht all das zu machen, was uns vorgegeben wird. Zu sagen, stopp, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Pause. Ob das in der spirituellen Praxis ist oder in unserem Alltag, im Job, vielleicht auch unserer Familie gegenüber. Stopp, heute Abend brauche ich Zeit für mich, damit ich wieder lieben kann, damit ich meine Energien auffüllen kann, damit ich wieder geben kann. Und diesen Mut im Alltag aufzubringen, ist manchmal nicht einfach. Vielleicht werden das auch manche Leute nicht verstehen oder wir werden vielleicht auch mal eine negative Reaktion bekommen. Aber das Ganze ist es wert. Und seine Heiligkeit, der Dalai Lama, hat mal was sehr Schönes gesagt. Wenn jeder für sich selbst sorgt, ist für alle gesorgt.
Und das finde ich ein wunderschönes Bild. Wie sähe unsere Welt aus, wenn jeder von uns gut für sich selber sorgt? Dafür sorgt, dass es ihm gut geht, dass er gesund ist, dass er glücklich ist. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Bild und eine sehr schöne Zukunftsvision. Es wäre so viel mehr Liebe in unserer Welt, wenn jeder liebevoll zu sich selber wäre und gut für sich sorgen würde. Gerade in unserer heutigen Zeit. Als Burnout-Beraterin und Resilienztrainerin erlebe ich sehr, sehr oft, wie Menschen krank werden. Ich habe oft gesagt, wir leben in einer Burnout-Gesellschaft. In einer Leistungsgesellschaft, die immer schneller, höher, weiter und mehr will. Aber wir sind nur Menschen. Unsere Kräfte sind begrenzt. Und wenn wir permanent über diese Grenzen gehen und uns nie Ruhe gönnen, im Job nicht, im Alltag nicht, immer mit dem Handy erreichbar sind, wenn wir nie Pausen machen, dann ist die Gefahr, dass wir ausbrennen. Und wenn wir ausbrennen, brennt auch unsere Liebe aus. Ihr kennt das sicher. Wenn wir uns erschöpfen, spüren wir oft unser Herz nicht mehr. Dann sind wir nur noch müde und wollen unsere Ruhe. Aber auch im sozialen Kontext ist es wichtig, dass wir Selbstliebe und Selbstfürsorge entwickeln. Im Kontakt mit anderen Menschen. Jeder von uns braucht Liebe. Und manchmal ist es so, wenn wir uns selbst nicht lieben können und keine Liebe in uns spüren, dann ist es auch sehr schwer, Liebe von außen zu empfangen. Vielleicht kennt ihr solche Situationen. Es gibt vielleicht Tage, an denen wir uns selber gar nicht mögen, an dem alles schief läuft und wir uns einfach nur schlecht fühlen. Und plötzlich kommt jemand und macht uns ein Kompliment. Mensch, Martina, deine Haare sind aber toll oder das hast du ja schön gemacht. Und wir schütteln nur unverständlich den Kopf und sagen, nach. Ja? Und wenn ihr merkt, dass es euch schwerfällt, Komplimente anzunehmen, Liebe zu empfangen, Umarmungen zuzulassen, sind alles Dinge, die uns schwerfallen, wenn wir uns in dem Moment gar nicht selber lieben oder lieb haben. Und dann ist es doppelt schwer. Dann bekommen wir weder von außen noch von uns selbst Liebe. Oder wenn wir Teile in uns ablehnen und nicht lieben. Vielleicht mögen wir bestimmte Eigenschaften an uns nicht, akzeptieren sie nicht. Dann fällt es uns schwer, auch diese Eigenschaften in anderen Menschen zu akzeptieren. Wenn wir uns selbst ablehnen, lehnen wir andere ab. Und ich brauche euch nicht zu sagen, zu welchem Problem das in unserer Gesellschaft führt. Da sind wir wieder bei dem Bild. Wie wäre unsere Gesellschaft, wenn sich jeder selbst lieben würde? Dann würden wir automatisch unser Gegenüber lieben. Es geht gar nicht anders. Wenn ihr in Liebe seid mit euch selber, könnt ihr die andere Person vor euch gar nicht hassen. So viel Hass und Rassismus und Gewalt und so viele Probleme unserer Gesellschaft entstehen dadurch, dass wir uns selbst nicht lieben und annehmen und akzeptieren. Und das geschieht auch im Kleinen. Ich denke, jeder von euch kennt vielleicht Eigenschaften an sich, die er nicht so gerne mag. Und manchmal mögen wir diese Eigenschaften dann auch in anderen nicht. Also ich zum Beispiel bin nach 10 Jahren Retreat immer noch ziemlich ungeduldig, was ich gar nicht mag. Ich habe immer so das Bild, ich müsste doch ruhig und ausgeglichen sein. Aber nein, sobald ich im Stau stehe oder im Supermarkt eine lange Schlange sich gebildet hat, dann werde ich ungeduldig. Und dann funktionieren auch keine Mantren zählen oder meditieren, wie meine Lehrer gesagt haben. Dann bin ich einfach ungeduldig und genervt. Und tatsächlich mag ich auch keine ungeduldigen Menschen. Ich muss es gestehen. Und vielleicht in diesen kleinen Sachen, wir können drüber schmunzeln, aber das ist der Schlüssel.
All das, was wir nicht akzeptieren in uns, akzeptieren wir nicht im Außen und dann entstehen Probleme. Und vielleicht der wichtigste Punkt, wenn wir keine Selbstliebe in uns entwickeln, ist, dass, wie Raimund das so schön in der Einführung vorgelesen hat, wenn wir uns nicht lieben, dann fehlt uns was. Denn jeder Mensch braucht Liebe, um zu wachsen. Wir alle brauchen Liebe, Zuwendung und Wertschätzung. Das sehen die, die vielleicht Kinder aufziehen. Ein Kind verkümmert, wenn es das nicht bekommt. Und wenn wir zu wenig Liebe in uns entwickelt haben für uns selber, dann suchen wir sie im Außen, denn wir brauchen Liebe. Und dann fangen oft viele Probleme an. Wer kennt es nicht? Dann sind wir oft auf der Suche nach dem perfekten Partner, vielleicht nach dem perfekten Ort, vielleicht suchen wir aber auch Zuflucht in Süchten oder, um diese Leere nicht zu spüren, weil da fehlt was, ein ganz entscheidender Punkt. Und wenn wir dann einen Partner gefunden haben, dann kann es sein, dass wir plötzlich ganz hohe Erwartungen haben. Dann denken wir, oh, endlich habe ich jemanden gefunden, der mich so liebt, wie ich es mir wünsche. Und nach einiger Zeit stellen wir fest, oh, der liebt mich ja gar nicht so, wie ich mir das wünsche. Aber wie soll er auch? Kein Mensch kann uns so lieben, wie wir uns das wünschten. Nur wir selber. Denn wer kennt schon das volle Ausmaß unserer Ängste, unserer Schmerzen? Wer weiß, was hinter unserer Fassade steckt? Wer weiß, was wir am meisten brauchen? Und wer ist rund um die Uhr für uns da? Nur wir selbst. Und das ist gleichzeitig die gute Nachricht. Denn wir können rund um die Uhr auf jemanden zurückgreifen. Auf uns selbst. Wir sind für uns da. Und wenn wir das erkennen, wenn wir uns wirklich bewusst machen, dass all das, was wir uns so sehr im Außen wünschen, Akzeptanz, Wertschätzung, Freundlichkeit, Liebe und Mitgefühl, dass diese Qualitäten in uns sind und dass wir sie uns selbst schenken können. Wenn wir das erkennen, dann entsteht eine unglaubliche Freiheit. Eine Freiheit, die uns unabhängig macht von anderen. Nicht, dass wir nicht andere Menschen brauchen, davon spreche ich nicht. Ich meine nur eine innerliche emotionale Unabhängigkeit. Und wenn wir die Liebe von unserem Partner oder unseren Kindern oder unseren Freunden nicht mehr brauchen, wie frei können wir dann lieben? Ohne Erwartungen. Und wie wundervoll können dann Beziehungen sein und entstehen und wachsen, wenn wir einfach in der reinen Liebe sind, ohne einander zu brauchen. Und das ist auch eine Freiheit, die uns Buddha gelehrt hat. Und deswegen ist Selbstliebe und Mitgefühl ein ganz wichtiger Schritt auf unserem Weg zu geistiger Befreiung. Ja, ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, das klingt gut, aber wie kann ich denn jetzt Liebe und Mitgefühl für mich selber entwickeln? Und da unsere Zeit heute begrenzt ist, kann ich euch nur ein paar Ausblicke geben, ja, in dieses Thema. Natürlich verschiedene Meditationsübungen, ich werde euch heute noch eine vorstellen, sind sehr wirksam. Aber auch Übungen aus der Psychologie. Und was ich euch heute noch mitgeben will, sind die zwei Hauptbestandteile von Selbstliebe. Und die sind Achtsamkeit und Selbstfreundlichkeit. Achtsamkeit ist eigentlich die Grundlage jeder Selbstliebe. Denn wenn wir nicht achtsam sind, dann wissen wir ja nicht, was in uns vorgeht. Und dann können wir uns das nicht geben, was wir gerade brauchen.
Also müssen wir uns zwei Fragen stellen. Was geht gerade in mir vor und was brauche ich jetzt? Wie bei dem Beispiel, wir kommen nach Hause, wir müssen erst mal merken, dass wir müde sind und dass wir eigentlich eine Pause brauchen. Wenn wir das geschafft haben, dann ist schon ein großer Schritt erreicht, denn dann können wir Liebe, Mitgefühl haben und dann können wir auch unser Bedürfnis erfüllen. Aber ohne Achtsamkeit ist das schwierig. Ja, wenn wir durch den Alltag hasten, dann merken wir oft gar nicht, wie es uns geht und was wir brauchen. Und dann ist es schwierig, gut zu uns zu sein und gut für uns zu sorgen. Und der zweite wichtige Punkt ist Selbstfreundlichkeit. Warum sage ich Freundlichkeit? Liebe ist manchmal ein sehr großes Wort. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das manchmal auch so eine Hürde, mich selbst lieben. Liebe ist so groß. Aber Freundlichkeit ist vielleicht greifbarer. Und da hat der Dalai Lama auch was Wunderschönes gesagt. Er hat gesagt, whenever possible, be kind. It's always possible. Und das ist ein Spruch, den ich mir sehr gerne auch immer wieder zu Herzen nehme, denn es ist tatsächlich möglich. Ja. In unserem Leben können wir schwierige Situationen nicht vermeiden. Das hat auch der Buddha gelehrt. Wir werden immer auf schwierige Umstände, Situationen, störende Gefühle stoßen. Das ist ein Teil des menschlichen Daseins. Das ist Schmerz. Aber oft setzen wir auf den Schmerz noch Leid drauf, indem wir eben nicht freundlich zu uns selber sind. Ja. Gibt's viele Beispiele. Ich habe hier ein Glas Wasser. Wenn ich das jetzt gleich aus Versehen runterschmeiß, was sage ich dann zu mir? Ha, bist du doof? Kannst du nicht aufpassen? Oder sage ich, ach Martina, nicht so schlimm, alles gut. Ja. Und ich möchte euch einladen, in eurem Alltag auf eure Reaktionen zu achten. Was sagt ihr euch innerlich, wenn ihr Fehler macht? Ja. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, mir fällt es immer noch schwer, geduldig mit mir selber zu sein. Denn auch das haben wir oft gelernt, dieses Selbstkritische. Und vielleicht kennt ihr euren inneren Kritiker, wie ich ihn gerne nenne. Vielleicht sind das Stimmen aus der Vergangenheit, wo ihr beurteilt wurdet und das dann in euch genommen habt. Aber was tun wir uns damit eigentlich an? Die Situation ist schon schwierig und schmerzhaft. Und durch unsere Gedanken fügen wir uns noch mehr Leid zu. Und das ist das Gegenteil von Selbstfreundlichkeit. Und wann immer ihr im Alltag an eine solche Situation kommt und merkt, dass ihr kritisch mit euch redet, das kannst du besser, du bist zu dumm, du musst das können, warum hast du das nicht gewusst, das ist doch peinlich, das kannst du doch nicht machen. Wenn diese ganzen verurteilenden Stimmen kommen, vielleicht erinnert ihr euch dann heute an den Vortrag und sagt, oh, da hat sie doch gesagt, da sollen wir freundlich zu uns sein. Und wenn euch das schwerfällt, dann denkt an eine liebe Freundin oder einen guten Freund, was der zu euch sagen würde in der Situation. Würde der auch mit euch schimpfen? Oder würde er euch die Hand auf den Arm legen und sagen, halb so schlimm? Und vielleicht könnt ihr diesen inneren Freund mit nach Hause nehmen von der heutigen Veranstaltung. Und wenn ihr euch selbst ein guter Freund seid, dann habt ihr immer einen Freund bei euch. Und das ist das Prinzip. Wir müssen nicht alleine sein. Wir können immer unseren Schmerz lindern. Eine ganz einfache Methode ist, wenn ihr Schmerz empfindet, traurig seid oder einsam seid, dass ihr einfach euch selber die Hand auflegt. Vielleicht mögt ihr es probieren, auch jetzt, wenn ihr eine Hand auf den Handrücken eurer anderen Hand legt. Wie fühlt sich das an? Unser Körper macht keinen Unterschied.
ob das eure Hand ist oder eine andere Hand. Unser Körper schüttet die gleichen Botenstoffe auf, es entsteht Bindung, es läuft der gleiche Prozess ab, wie wenn euch jemand anderes die Hand auf die Schulter legt oder euch in den Arm nimmt. Und das ist eine kleine Geste, die ich euch heute gerne auch noch mitgeben möchte. Wenn es euch schlecht geht, schenkt euch eine Umarmung. Und falls euer innerer Kritiker wieder zum Vorschein kommt, dann habt ihr ihm als gute Buddhisten etwas entgegenzuhalten. Denn der Buddha hat die Lehren der Buddha-Natur gelehrt. Das heißt, wir alle sind grundlegend gut. Wir alle haben alle Qualitäten von Weisheit, Liebe, Mitgefühl in uns angelegt. Und wenn immer dieser Kritiker kommt, könnt ihr sagen, nein, ich habe die Buddha-Natur. Ich bin gut und ich darf gut zu mir sein. Und mit diesem Bild möchte ich diesen Vortrag gerne beenden. Das heißt, ihr seid gut, so wie ihr seid. Und deshalb seid gut zu euch. Ich würde vorschlagen, dass wir eine kurze Pause machen. Sehr gerne, Martin. Ja, auch viele Gesichter, die neu sind, freue ich mich sehr. Shanti Strauch zum Beispiel. Herzlich willkommen. Martina, ich übergebe gerne an dich. Ja. Dann beginnen wir mit der traditionellen Metta-Meditation. Ich lade euch ein, dazu die Meditationshaltung einzunehmen. Ihr könnt gerne auf einem Stuhl sitzen, im Fersensitz oder im Schneidersitz, das rechte Bein vor dem linken. Wichtig ist, dass euer Rücken aufrecht ist, die Schultern entspannt. Wir sitzen gerade mit einem Gefühl der inneren Würde. Nehmen wir den Platz in unserem Leben ein. Unsere Hände liegen entspannt auf den Knien oder sind im Schoß gefaltet. Unser Kinn ist leicht angezogen. Die Zunge liegt am Gaumen hinter den Schneidezähnen. Unser Mund ist leicht geöffnet. Wir achten darauf, dass unser Kiefer entspannt ist. Unsere Augen richten sich im Verlauf unserer Nasenspitze vor uns in den Raum. Der Blick ist leicht gesenkt. Wer davon zu sehr abgelenkt ist, darf die Augen auch gerne schließen. Bevor wir mit der eigentlichen Meditation beginnen, nehmen wir uns etwas Zeit, um ganz hier im Raum anzukommen. Dazu lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf unseren Atem. Wir spüren, wie er beim Einatmen hineinfließt in unseren Körper und beim Ausatmen hinaus in den Raum.
Und mit jedem Ausatmen lassen wir all das, was uns gerade noch beschäftigt, los. Vielleicht sind das Gedanken an den heutigen Tag oder Pläne für die Zukunft. All das ist in diesem Moment nicht wichtig. Wir erlauben uns, dass unsere Gedanken zur Ruhe kommen. Wem das schwerfällt, der kann seine Aufmerksamkeit auch gerne auf seine Füße, auf die Beine richten, spüren, wie sie die Unterlage berühren. So können wir uns erden. Und vielleicht spüren wir, wie wir mit jedem Atemzug ruhiger werden. Und immer mehr im Hier und Jetzt ankommen. Und dann beginnen wir mit der Metta-Meditation. Dazu sagen wir uns nacheinander drei Sätze. Wir sagen uns: Möge ich glücklich sein. Wir lassen diesen Satz einfach nur in uns wirken, ohne ihn zu bewerten oder andere Gedanken zu entwickeln. Wir lassen ihn tief in unser Bewusstsein einsinken und vertrauen darauf, dass er seine Wirkung entfaltet. Und wenn nach einiger Zeit Gedanken, Gefühle oder Bilder auftauchen, dann sagen wir uns den zweiten Satz: Möge ich in Frieden und Geborgenheit leben. Und wenn wieder Ablenkung in unserem Geist entsteht, sagen wir uns den dritten Satz: Möge ich frei sein von Krankheit und anderem Leid. Und wenn wir merken, dass wir unruhig werden, beginnen wir einfach wieder von vorne mit: Möge ich glücklich sein, möge ich in Frieden und Geborgenheit leben, möge ich frei sein von Krankheit und anderem Leid.
Und wer möchte, kann diese Übung auch mit einem inneren und einem äußeren Lächeln verbinden. Wie fühlt es sich an, wenn ich mir zusätzlich zulächle und wünsche, möge ich glücklich sein, möge ich in Frieden und Geborgenheit leben, möge ich frei sein von Krankheit und anderem Leid. Und wenn wir dann spüren, dass wir unser Herz öffnen, uns selbst gegenüber, wenn wir spüren, dass Liebe und Freundlichkeit, Akzeptanz, Mitgefühl in unserem Herzen entstanden ist für uns selber, dann erst stellen wir uns eine weitere Person vor. Eine Person, die wir mögen und die uns nahe steht. Und wir wünschen dieser Person, mögest du glücklich sein, mögest du in Frieden und Geborgenheit leben, mögest du frei sein von Krankheit und anderem Leid. Und auch diese Übung können wir wieder mit einem inneren und einem äußeren Lächeln verbinden. Wir können die Person vor uns anlächeln und ihr wünschen, mögest du glücklich sein, mögest du in Frieden und Geborgenheit leben, mögest du frei sein von Krankheit und anderem Leid. Und wenn wir spüren, dass wir für die Person, an die wir denken,
Liebe und Mitgefühl empfinden. Dann beziehen wir nach und nach immer mehr Menschen und Lebewesen in unsere Meditation mit ein. Wir denken an unsere Familie, an unsere Kinder, unsere Haustiere, an unsere Freunde, an unsere Kollegen, an die Menschen, die heute hier versammelt sind. Wir denken nach und nach an die Menschen in unserer Stadt, in unserem Land, schließlich an alle Lebewesen auf unserem Planeten. Und lassen unsere Liebe und unser Mitgefühl immer größer werden, immer mehr wachsen. Und wenn es stabil genug ist, dann denken wir auch an die Menschen, die wir nicht mögen. Und so beziehen wir nach und nach immer mehr Menschen und Lebewesen in unsere Praxis mit ein. Und wir wünschen ihnen von ganzem Herzen, möget ihr glücklich sein, möget ihr in Frieden und Geborgenheit leben, möget ihr frei sein von Krankheit und anderem Leid. Und am Ende unserer Übung lassen wir die konkrete Vorstellung von anderen Menschen und Lebewesen los. Wir lassen Liebe und Mitgefühl in uns grenzenlos werden. Und lassen unseren Geist für einen kurzen Moment in dieser grenzenlosen Liebe, in diesem grenzenlosen Mitgefühl verweilen. Und zum Abschluss unserer Praxis widmen wir den Verdienst zum Wohle aller Lebewesen. Wir stellen uns vor, dass durch unser gemeinsames Nachdenken hier und heute, unser Austausch und unsere gemeinsame Praxis, dass all das Gute, was heute hier entstanden ist, von uns, von unserem Herzen ausstrahlt als Licht zu allen Lebewesen, zu all denen, die wir mögen, zu all denen, die uns gleichgültig sind
und auch zu all denen, die wir nicht mögen. Und wir wünschen von ganzem Herzen, dass jeder, der von diesem Licht berührt wird, frei wird von Leid und die unveränderliche Freude erfährt, die entsteht, wenn wir die Natur unseres Geistes erkennen, die Einheit von Weisheit und Mitgefühl. Ich möchte mich an dieser Stelle, bevor wir zu Fragen und Antworten gehen, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr diesen Raum geschaffen habt, dass ihr Liebe und Mitgefühl heute mit mir gemeinsam entwickelt habt und dieses in die Welt getragen habt. Und ich denke, das ist eines der größten Geschenke, die wir dieser Welt in dieser Zeit machen können. Liebe und Mitgefühl für uns selbst und alle Wesen entwickeln. Und dafür danke ich euch. Und ich möchte euch noch mal in eigener Sache ganz herzlich einladen, wer gerne weiter üben möchte. Wir treffen uns jeden Donnerstag per Zoom. Der Link, den findet ihr übers TTC, jeden Donnerstag um 19 Uhr seid ihr ganz herzlich eingeladen zur Metta-Meditation. Dankeschön. Martina, wir danken dir ganz herzlich, dass du diese Herzenspraxis mit uns geteilt hast. Diese Widmung würde ich gerne noch aufnehmen. Und sprech doch bitte laut mit, auch wenn es durcheinander klingt, weil das auch wichtig ist, das mit zusammen zu machen. Mögen alle Wesen glücklich sein und die Ursache des Glücks kennen. Mögen sie frei von Leiden sein und die Ursache des Leidens kennen. Mögen Sie für Erleben, Mögen Sie gleich bei von einer Anlassung und Ablehnung. Ich danke euch allen, es war wunderschön, dass so viele aus verschiedenen Gebieten auch dabei waren. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Natürlich viel Gesundheit, aber auch Frohmut und dass ihr alle in euer Herz einschließt, hauptsächlich euch selbst. Danke, Martina. Danke euch allen und ich sage zum Abschluss immer, seid gut zu euch. Du auch zu dir.